Hallo und herzlich willkommen zum Chartcheck. Das war ja gestern ein tiefschwarzer Wochenauftakt im DAX, obwohl, wenn man genauer hinsieht, war er am Ende dann doch eher grau. Gleich zu Beginn des Handels hat der DAX stark nachgegeben und unter der 8.000-Punkte-Marke eröffnet. Im Handelsverlauf ging es dann über 100 Punkte nach unten, Tiefskurs 7.901 Punkt. Dann aber am späten Nachmittag hat der DAX diesen Verlust fast komplett wieder zurückerobert. Im Schlussspurt ging es sogar wieder über die 8.000er-Marke, 8.020 Punkte genauer gesagt. Schlusskurs waren dann immerhin 8.010 Punkte. Also alles gar nicht so dramatisch, wie es gestern Vormittag noch den Eindruck erweckt hat. Was außerdem positiv zu werten ist, ist die Tatsache, dass auch die Marke von 7.870 Punkten natürlich gehalten hat, also das Ausbruchsniveau unseres jüngsten Aufwärtsimpulses. Die gestrige Kursbewegung kann also als Konsolidierung auf hohem Niveau gewertet werden. Heute ist der DAX fast in der Mitte seiner gestrigen Handelsspanne in den Tag gestartet, 7.979 Punkte, Tendenz leicht fallend im frühen Handel. Mal sehen, was der Tag hier noch bereithält. Immerhin scheint der Zypern-Schock von gestern bereits ein wenig verdaut worden zu sein und immerhin scheint die Euro-Gruppe auch ein Einsehen zu haben, was die zypriotischen Sparer angeht. Ursprünglich stand ja die Idee im Raum, dass alle Kontobesitzer eine Zwangsabgabe leisten müssen. Nun hat die Euro-Gruppe allerdings signalisiert, einen Freibetrag einzuräumen. Es war noch nicht ganz endgültig klar, wie hoch dieser sein wird. Höchstwahrscheinlich werden Bankkunden mit 20 bis 10.000 Euro Einlagen komplett verschont werden. Das ist aber alles noch nicht ganz raus. Auf jeden Fall müssen gut 6 Milliarden Euro von den Sparern zusammenkommen, sonst gibt es kein Hilfsgeld von den Europartnern. An der charttechnischen Ausgangslage im DAX ändert sich demnach nicht viel. Es bleibt dabei, dass wir uns in einem intakten Aufwärtstrend befinden und nach den Regeln der Charttechnik sollte sich dieser natürlich auch fortsetzen. Natürlich muss jetzt erstmal wieder das Jahres- bzw. 5-Jahres-Hoch bei 8.074 Punkten zurückerobert werden. Dann ist auch wieder Luft bis zum Allzeithoch bei 8.151 Punkten. Das wird voraussichtlich aber erstmal angetestet bzw. als charttechnischer Widerstand bestätigt werden. Für einen nachhaltigen Ausbruch darüber hinaus wird dann voraussichtlich noch mal viel Kraft mobilisiert werden müssen. Aber es bleibt dabei, die Stimmung, die ist schon etwas angespannt. Je nachdem, wie sich die Lage in Zypern jetzt entwickelt, kann es auch noch mal zu einem ordentlichen Schuss vor den Bug kommen. Aber nachdem wir ja in den vergangenen Wochen und Monaten eine wirklich tolle Performance im DAX gesehen haben, das muss man ja auch mal sagen, wird der Markt das Allzeithoch sicherlich eher früher als später sehen wollen. Aber Geduld ist trotz allem gerade der bessere Ratgeber. Und wir bleiben im DAX und werfen noch einen Blick auf die Aktie von ThyssenKrupp. Heute wählt der Aufsichtsrat des Konzerns nämlich einen Nachfolger für den zurückgetretenen Vorsitzenden Gerhard Kromme, sofern man da überhaupt von Wählen sprechen kann. Denn der ehemalige Henkel-Chef Ulrich Lehner ist der einzige Kandidat. Außerdem erwägt das Unternehmen angeblich eine Kapitalerhöhung im Volumen von 1 Milliarde Euro. Damit sollen die Belastungen durch Abschreibungen auf die Stahlwerke in Brasilien ausgeglichen werden. Bei den Anlegern kommt das heute alles nicht so gut an. Die Aktie verliert deutlich über 5% geht es bereits nach unten bis auf 17,40 Euro. Und das nicht ohne eine ordentliche Kurslücke zu markieren, wie wir hier sehen. Der starke Anstieg vom 8. März, das ist diese lange weiße Kerze hier, der ist damit fast wieder komplett zunichte gemacht. Das Papier bleibt damit auch weiterhin in seiner Seitwärtsbewegung gefangen. Im Großen und Ganzen ist die Lage eher unbefriedigend bei ThyssenKrupp. Mittelfristig haben wir es, wie gesagt, mit einer Seitwärtsbewegung zu tun. Nach unten begrenzt bei 15,40 Euro und nach oben bei 19,25 Euro, dem letzten Verlaufshoch. Seit dem Tief vom Juni bei 11,44 Euro, das war hier, hat die Aktie einen Aufwärtstrend etabliert, der allerdings nach wie vor von einem weit übergeordneten Abwärtstrend überschattet wird. Unterstützt wird das Papier dabei von der Aufwärtstrendlinie, bei dieser eben genannten Aufwärtstrendlinie, das ist im Bereich von 16,98 Euro. Und dann haben wir auch noch eine horizontale Unterstützung bei 16,73 Euro, also ein Stückchen darunter. Nach oben hin müsste mindestens schon mal das Verlaufshoch bei eben 19,25 Euro herausgenommen werden. Erste Trendwendetendenzen, die würden aber erst im Bereich von 23,29 Euro aufkommen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Im Moment ist die Lage trotz der massiven Verluste von heute eher neutral. Man kann weder dazu raten, auszusteigen noch einzusteigen. Einfach mal Status quo behalten, aber natürlich nicht ohne einen vernünftigen Stoppkurs. Und das war der Chartcheck auch schon wieder für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.